Katrin, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe dieses Video, glaube ich, schon Jahrhunderte nicht mehr gedreht gefühlt. Und zwar ist es ein Aufgebrauch-Video. Warum sauber ich jetzt? Es ist ein Aufgebrauch-Video von Produkten, die ich platt gemacht habe oder in den nächsten 3-4 Tagen platt machen werde und sie dann in den Müll schmeißen kann. Let's go! Kommen wir zu einer Creme, die ich wirklich sehr, sehr lange schon verwende. Und zwar ist es von Clarins, die Body Smoothing Moisture Cream with Aloe Vera von Normal Skin. Ich muss ehrlich sagen, ich muss jetzt irgendwas suchen, was für Dry Skin ist, beziehungsweise ich habe jetzt von Biotherm ein Öl und eine Body Creme, die ich verwenden werde. Moment. Macht ja gar keinen Sinn, euch das zu zeigen, weil es voll ist. Aber sie riecht bombastisch. Wenn ihr wirklich eine normale Haut habt, sie lässt sich so schön verteilen. Sie riecht richtig schön. Ich weiß, sie ist nicht geruchsneutral, also falls ihr was gegen parfümierte Produkte habt, don't buy it. Aber ja, ich habe sie einmal zugeschickt bekommen und mir dann immer wieder nachgekauft. Große Liebe. Und ich habe auch einige gesehen, die sie sich auch nachgekauft haben und jeder war sehr begeistert. Also wenn ihr wirklich normale Haut habt und auf sowas steht, was so ein bisschen, so ein bisschen auch parfümiert ist, weil sie riecht nach so frisch gewaschen, aber Urlaub frisch gewaschen. Dann auch eine Pflegeprodukte. Ein Pflegeprodukt und zwar meine Zahnpasta, die jetzt aufgebraucht ist. Ich habe euch in einer meiner letzten Videos erzählt, dass ich die von Curapox unbedingt wieder probieren möchte. Die wollte ich mir noch bestellen. Aber sonst habe ich die letzten Monate immer Elmex und Aronal genommen. Und komischerweise ging Elmex immer schneller leer als Aronal. Niemand weiß warum. Jetzt das Zahnfleisch und ich muss wirklich sagen, ich habe so ein bisschen Zahnfleischprobleme. Manchmal blutig. Ja, und das ist so ein bisschen auch damit nicht so richtig weggegangen. Aber es war okay, war gut. Ich würde sagen, wir bleiben im Badezimmer. Ein Produkt gegen Pickel. Ich dachte, mir fällt was vom Tisch. Ich benutze sehr, sehr gerne. Ich muss wirklich sagen, es hat meinen Rücken gerettet. Ich hatte wirklich einen extrem empfindlichen Rücken. Ich habe eine sehr hohe Talgproduktion generell und muss immer aufpassen, dass wenn ich schwitze, ich direkt alles wechsle und Baumwolle viel trage oder Seide und sowas, ne? Und gerade BHs, die dann immer an derselben Stelle im Rücken sind da. Wenn ich da dann schwitze in dem Bereich, dann ja, habe ich schnell Pickel bekommen und die wandelten sich dann um zu Pickelmalen und Pigmentflecken und so weiter. Und ja, es war eine Katastrophe und ich muss wirklich sagen, damit habe ich sehr, sehr viele Pickel schon und Pickelmale, weil es wirklich extrem austrocknet. Also es ist jetzt leer, ich kaufe mir jetzt ein neues. Aber es trocknet extrem aus. Vorsicht, bitte nicht ins Sonnenlicht gehen. Also bitte seid euch immer bewusst, wenn Produkte irgendwie irgendwas aggressiv wegmachen können oder brennen oder so, bitte nicht in die Sonne gehen. Ich habe mir das auch schon vor Jahren auf mein Dekolleté gegeben, habe ein Shirt drüber gezogen und bin dann rausgegangen und trotzdem hatte ich danach Pigmentflecken und zwar lange, bestimmt ein Jahr. Und ich kann froh sein, dass es überhaupt weggegangen ist. Deswegen, das hier ist aber trotzdem mein Saver für solche sehr hartnäckigen Dinge. Das ist das 10-Jahr LP Fort und da ist viel Fruchtsäure mit drin. Bitte abends benutzen. Also ich benutze auch die Fort-Variante, die ist noch stärker als die normale Variante. Ich verlinke euch beide in die Infobox, aber das ist wirklich für mich ein großer Lifesaver gewesen, für meinen Rücken vor allem. Ich konnte wirklich, ich habe mich unwohl gefühlt, ne? Auch wenn so ein bisschen Rücken zu sehen war oder so. Ne? Das war mir sehr, sehr unangenehm und ich habe dazu auch noch einen Zinkmangel und wenn ich vergesse, meinen Zinkgehalt zu füllen, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Deswegen, das hier mag ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, bitte nicht in die Sonne gehen damit, aber es hat mich sehr gerettet und ich würde es mir jederzeit wieder kaufen. Meine Hose zwickt. Dann auch noch ein Produkt von Noreva. Also das ist von Noreva und das hier ist auch so ein kleines Produkt davon. Das ist der Stop Spot Anti-Imperfection Care. Und das ist ein Dry-Out-Produkt. Also wenn ihr irgendwie auch einen Pickel mal habt oder so, ich habe jetzt hier einen, das ist, trocknet das so aus, dass es dann einfach abfällt. Man soll ja nicht daran spielen und so weiter. Dreimal täglich direkt auf die betroffenen Stellen auftragen, Kontakt mit den Augen vermeiden. Erhöht nicht die Lichtempfindlichkeit ohne Parabene. Das ist cool, weil das ist mit so einem Rollding. Und man rollt sich das dann einfach an die betroffenen Stellen, ohne dass man mit den Fingern da dran datschen muss. Ja, aber wenn ihr zum Beispiel so Spots habt wie hier, dann tragt ihr das einfach mit diesem Roller so auf. Ich bin voll schräg. Mir ist das gar nicht aufgefallen, Leute. Seht ihr meinen Hintergrund? Der ist so. Okay, jetzt zeigt mir die Wasserwaage an, dass ich wieder gerade bin. Merci. So, ich habe jetzt noch mein Duschgel von unten geholt. Das ist auch von Noreva. Ich habe das in Frankreich gekauft im letzten Jahr und habe es dann angefangen zu benutzen und habe es mir dann auch nochmal nachgekauft. Ihr seht, ich bin fast am Ende angelangt und es tropft. Ich finde es gut, was mich allerdings stört, ist die Umverpackung. Man muss richtig quetschen und drücken,
bis das dickflüssige Gel da rauskommt. Das ist ein Gel mit so Partikeln, Peeling-Partikeln mit da dran. Das ist für Gesicht und Körper und ja, es ist nicht komedogen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr auch irgendwie unreine Haut am Körper habt oder sowas. Also es verstopft nicht die Poren, es ist nicht komedogen. Und es ist ein Mikropeeling für Gesicht und Körper, verbessert das Hautbild, reinigt Poren tief und beseitigt Unreinheiten. Das ist alles schön und gut, aber es ist wirklich sehr, sehr nervig, das da rauszukriegen. Also ja, wäre cool, wenn Noreva sich da was einfallen lassen würde, um das zu verhindern. Aber da ich es im Urlaub gekauft habe, verbinde ich es auch immer mit meinen Flitterwochen in Cannes. Leider würde ich es mir jetzt nicht nachkaufen, weil die Verpackung mich schon sehr gestört hat. Und ich bin nicht so ein Pingeli eigentlich. Bleiben wir unter der Dusche. Ich habe hier meinen Soft Conditioner von Nuscha, das Pure Cotton Extract. Nuscha-Produkte, Shampoo und Spülungen sind bei mir schon leer gegangen. Das Shampoo habe ich beim Friseur auffüllen lassen. Wenn die wieder aufmachen, könnt ihr das auffüllen lassen. Dann tut ihr was Gutes für die Umwelt und spart 2 Euro. Und ja, also eine sehr, sehr gute Haargeschichte. Sehr gute Haarprodukte. Ich habe auch die perfekte Serie für mein Haar gefunden. Und zwar die Soft Cotton-Reihe. Bitte nicht verallgemeinern. Nuscha ist sehr, sehr gut. Wenn man die falschen Produkte benutzt, dann mag man es nicht. Dann findet man es normal oder eher beschwerend. Aber das Soft Cotton ist zum Beispiel für dickes Haar, ne? Für feines Haar nicht geeignet. Und deswegen lest euch bitte die Beschreibung durch und guckt, was zu euch passt, bevor ihr es random von irgendeinem Beauty-Guru nachkauft. Oh, aber für mich hat es wirklich so viel verändert. Ich hatte sehr dünnes Haar, nachdem ich sie so blondiert habe. Ne, ich hatte ja jahrelang Balayage, dann bin ich immer heller und heller geworden, bis ich sie dann komplett hell gemacht habe, wirklich von Ansatz bis zur Spitze. Und die sind mir so abgebrochen. Und selbst als ich sie dann dunkel gefärbt habe und immer wieder versucht habe, sie wieder gesund werden zu lassen und sowas, war eine richtige Tortur. Und erst als ich Nuscha verwendet habe und die richtige Serie für mich gefunden habe, hat sich das Ganze auch rentiert. Und meine Haare sind richtig schön dick geworden. Sie glänzen. Ich muss sie nicht glätten oder so. Ne? Sie sind auch nicht mehr so kraus. Die waren richtig kraus, Leute. Das war echt nicht schön. Und ja, jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Produkten und kann sie absolut empfehlen. Noch ein Produkt für die Haare und zwar, das ist jetzt komplett leer. Das ist das 25 Benefits One United All-in-One. Das ist ein Leave-In-Conditioner. Ich liebe Leave-In-Conditioner, weil man die Haare einfach viel besser durchkämmen kann. Ich bin kein Kämm-Mensch. Ich mag es nicht, meine Haare zu kämmen, weil die immer abbrechen. Und deswegen kämme ich sie nur, nachdem ich meine Haare gewaschen habe. Und ja, ich brauche immer einen Leave-In-Conditioner. Und der ist jetzt leer und ich benutze schon die ganze Zeit den auch von Nuscha, den Leave-In-Conditioner. Den finde ich sogar noch besser und den habe ich viele Jahre benutzt. Aber der hat sich ausgelebt bei mir. Das war's. Ich werde auf jeden Fall bei Nuscha bleiben, weil wirklich diese ganze Routine meine Haare einfach so krass verbessert hat. Die sind dicker, glänzender, gesünder, bis in die Spitzen. Also wirklich top. Wow, diese Hose ist irgendwie auf diesem Stuhl ein bisschen unbequem. Kommen wir zu einem Produkt, was ich nicht so gut fand. Und zwar ist es das hier. Das ist ein Raumduft von Zoe Berger. Und das ist, ja, das habe ich zugeschickt bekommen gegen Weihnachten. Und ich weiß nicht, hat das irgendeine Bezeichnung? Nee, das ist einfach dieser Raumduft hier. Er roch und er riecht wirklich sehr, sehr gut. Also es geht nicht um den Geruch, sondern darum, dass er vielleicht 2 Wochen gehalten hat. Und ich finde dann, ich finde die Maison Berger-Produkte sehr, sehr gut. Auch dieses Anti-Mücken und was weiß ich. Aber es hält nicht lange. Also das hier, das kann ich ja gar nicht falsch benutzen, ne? Stäbchen rein, fertig. Und man hätte auch ein paar Stäbchen rausnehmen können, aber trotzdem war es vielleicht in 2 Wochen schon komplett leer. Also das habe ich selten erlebt, ja. Wie gesagt, diese Mückensachen und so, ne, die ich liebe, die vertreiben wirklich Mücken einfach. Das ist der Wahnsinn, aber ja, ich habe sie halt draußen benutzt, da gingen sie auch sehr schnell leer. Das ist vielleicht my fault, aber hat leider nicht gehalten, weil ich leider sehr enttäuscht und es war sehr schnell. Also 14 Tage waren es noch nett von mir. Ausgedehnt. Kommen wir zu einem Parfum und zwar das Omnia von Paco Rabanne. Auch fast leer. Ich werde das jetzt noch ein paar Mal benutzen, dann ist es leer. Mochte ich auch sehr gerne. Hat für mich was von Dior Hypnotic Poison. Ist so ein bisschen so für mich ein Winter, Herbst-Winterduft und würde ich jetzt irgendwie nicht so in der prallen Sonne tragen, weil es irgendwie so ein bisschen schwerer, vanilliger ist von der Note her. Aber mochte ich auch sehr gerne und irgendwie ein Klassiker geworden, oder? Dann meine Augenpflege, die fast leer ist. Ich wollte sie euch zeigen, bevor ich sie irgendwie aus Versehen in die Tonne kloppe und dann euch vergesse, sie zu zeigen und aufzubewahren. Und zwar ist es von Lancôme, die Energy Je Multi Lift Ultra. Und die mochte ich sehr gerne. Also die gibt meinen Augen super viel Feuchtigkeit, ohne dass ich das Gefühl habe, sie sind irgendwie trocken oder ich müsste ihnen noch mehr Feuchtigkeit geben. Kennt ihr das bei manchen Augencremes? Hat man das Gefühl,
es ist nicht genug oder es hält nicht die ganze Nacht oder so. Man wacht irgendwie doch zerknittert auf und das passiert mir mit der hier überhaupt nicht. Ich bin sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr reichhaltig und hält auch schon super lange, mag ich. Bleiben wir bei Lancôme und zwar bei Mascara und Primer. Der Primer ist komplett leer, den muss ich mir definitiv neu bestellen, weil das ist mein Ride or Die. Ich kann nicht ohne ihn. Ich muss danach nur noch eine Schicht Wimperntusche auftragen und dann fertig. Normalerweise war ich immer so, oh, tuschen, warten, tuschen, weil es war, als würden meine Wimpern Mascara aufsaugen. Das sagen auch Make-up-Artisten zu mir, die sagen, okay, deine Wimpern nehmen Mascara nicht so richtig an. Deswegen ist es irgendwie wie, als wären meine Wimpern aus Plastik und das würde so dran vorbeirutschen. Und dieser Primer macht es tatsächlich möglich, dass es haftet und dass ich nicht 1000 Millionen Schichten brauche, dass die lang sind, geschwungen und trotzdem getrennt und so. Also mein Favorite. Und dann schon seit vielen Jahren die Lancôme Hypnose Mascara. Ich glaube, die gibt es jetzt auch schon seit 17, 18 Jahren. Mit derselben Formulierung. Absolute Liebe. Ein Produkt, von dem ich am Anfang nicht so wirklich begeistert war und mich dann in der Zeit darin verliebt habe, weil es schon schwerer im Auftrag ist als andere Eyeliner, ist von Chanel der Liner. Und zwar nennt er sich einfach nur Eye und Bindestrich Liner in der Farbe 10, also in Schwarz. Und er hat eine ganz, ganz dünne, ich glaube, da ist noch ein bisschen, wenn ich ein bisschen was rauskratze, ist vielleicht noch ein bisschen was drin. Hat eine ganz, ganz dünne Härchenspitze, also die ist absolut beweglich. Vielleicht kriege ich da noch was raus. Was ich damit sehr gerne gemacht habe, waren diese ganz, ganz dünnen Liner und halt hier vorne in der Spitze. Es ist halt leer, ne? Da ist jetzt kein Produkt mehr drin, aber er war grandios. Mir fällt hier alles vom Tisch los. Wie gesagt, am Anfang mochte ich den nicht so gerne, weil er sehr schwer ist im Auftrag. Das ist kein Easy Liner. Das ist eher für jemand, der wirklich viel Eyeliner-Erfahrung hat. Und ein Concealer von Cartier. Ein Concealer von Catrice, den ich mir auch schon 100-mal nachgekauft habe. Das ist der Instant Awake Concealer in der Farbe 002. Das ist für mich so, ich kann egal welchen Concealer benutzen, ich helle damit auf. Weil der hat so für mich den perfekten Gelbanteil. Der hält diese Partie nochmal auf. Auch wie gesagt, wenn der Concealer ein bisschen zu dunkel für mich ist, ist der trotzdem perfekt. Ich benutze im Moment eher dunkleren Concealer, der sehr nah an meiner Foundation ist und helle damit auf, anstatt direkt einen hellen, hellen Concealer zu nehmen, weil ich das irgendwie so ein bisschen besser portionieren kann. Ihr wisst, damals habe ich schon sehr, sehr hellen Concealer benutzt. Das ist wahrscheinlich für viele auch immer noch zu hell, aber ja, ich mag's. Dann ein Primer, der auch leer ist. Das ist von Dior, der Face & Body Primer. Auch ein Favorit. Ich habe den jetzt lange nicht mehr benutzt. Ich habe eher den Urban Decay Face, also All-Nighter Primer benutzt. Den mag ich im Moment lieber. Aber das hier ist auch ein sehr, sehr schöner Primer, der so 0,0. Ich habe immer das Problem, wenn da ein bisschen irgendwas drin ist, wie Silikone oder so, dass ich direkt Pickel bekomme. So ganz, ganz kleine, ganz, ganz viele Pickel. Und mit dem hatte ich 0,0 Probleme. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Primer. Und den habe ich mir manchmal auch auf meinen Hals und Dekolleté gegeben, wenn ich wollte, dass das Ganze smooth und glowy ist. Also ja, ich habe auch ein Backup davon, weil ich den sehr gerne mag. Dann ein Puder, auch grandios, von Charlotte Tilbury. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von ihr und ihren Produkten und ihrem Marketing und ihrem Team und auch dieser Freundlichkeit, die diese Frau auch ausstrahlt. Auf jeden Fall ihr Puder, ihre Foundation. Ich habe leider die falsche Farbe. Ich komme nicht mehr darauf, welche Farbe ich früher benutzt habe. Aber auch ihre Foundation, das sind auch wieder alles Produkte mit guten Inhaltsstoffen, die euch halt nicht ausbrechen lassen. Also eure Haut kann trotzdem atmen, auch wenn es wirklich ein Puder ist. Damit versiegelt ihr nochmal die Foundation. Trotzdem fühlt es sich so leicht an und so schön. Und dieses Puder, dieses Airbrush Flawless Finish Powder in der Farbe 2, habe ich glaube ich schon 30 Mal aufgebraucht. Ich liebe es. Dann haben wir noch ein Produkt von Fenty Beauty. Das ist nicht aufgebraucht, aber es ist kaputt. Tada! Ja, das war so ein Lippenbalm. Ein Pro Kisser Lip Balm. Das Problem ist, also, sobald ich manchmal, nur wenn ich dann so rausdrehe, fällt es halt ab. Ne, manchmal nicht. Ich versuche das noch ein bisschen länger zu benutzen. Es liegt trotzdem in meiner Schublade, so wie alle anderen Produkte. Deswegen weiß ich nicht, warum sich der Kleber da gelöst hat. Aber ja, ich mochte es. Es hat meine Lippen gut gepflegt und habe ich immer benutzt, während ich mich geschminkt habe. Benutze übrigens auch gerade den Abschminkbalm von ihr, von Fenty Beauty und I like. Ich war ja nicht so ein großer Fan mit der Foundation und dem Primer. Ich weiß nicht, ich habe auch ein ganzes Video dazu gemacht. Ich mochte die Produkte nicht, aber ich wurde voll gehatet dafür. Dann habe ich Fenty auf jeden Fall noch eine Chance gegeben und mittlerweile bin ich ganz zufrieden. Auch die Highlighter und so sind schon sehr, sehr gut. Dann noch ein Produkt, auch begleitet mich schon seit vielen Jahren. Das hat irgendwie, ich glaube, Jaclyn Hill mal in ihren Videos gezeigt und dann habe ich es mir aus Amerika mitgenommen.
Das ist das Cover FX Illuminating Setting Spray. Und das ist wirklich ein Spray, welches so einen Glanz auf euer Gesicht. Das sind ganz, ganz feine Glitzerpartikel. Und die legen sich also wirklich vorsichtig. Ihr könnt es auch erst auf eure Hände geben und dann aufs Gesicht drücken. Oder halt ganz vorsichtig, fein aufs Gesicht geben. Der Sprühnebel, der da rauskommt, ist auch, der ist sehr, sehr, sehr fein. Also ich glaube, ich habe noch, weiß nicht, 2 Tage damit, dann ist es vorbei. Aber trotzdem bis zum Ende hat den sehr feinen, schönen Sprühnebel und war wirklich, ich habe auch den von Tarte, den von, hat mich auch lange Zeit begleitet und ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Das waren meine aufgebrauchten Produkte, Leute. Ich habe dieses Video schon echt vermisst, so Formate. Ich hoffe, dass ihr das auch gerne geschaut habt. Abonniert den Kanal. Nächste Woche geht es wieder weiter mit Vlogs. Ich bin fleißig am Drehen und ja, genießt das schöne Wetter, Leute. I love you. Bye, bye.